Ja, während hier noch sich unterhalten wird, starten wir mal die Pressekonferenz nach dem ersten Spieltag in der DKB Handball-Bundesliga. Rhein-Neckar Löwen gegen TBV Lemgo Lippe. Zur Halbzeit stand es 16:18. Der Endstand am Ende 28:21. Das Ganze vor 7098 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena. Das erste Statement traditionell vom Gästetrainer von Florian Kehrmann heute bitte. Ja, schönen Nachmittag. Erstmal Glückwunsch an Nikolai und seine Mannschaft, dass sie nach dem Titel im Supercup auch das erste Spiel, ich glaube, souverän gewonnen haben. Wir haben am Anfang ein bisschen ohne Selbstvertrauen gespielt. Uns haben direkt ein, zwei schlechte Aktionen so ein bisschen den Kopf geklaut. Vielleicht haben wir dann auch an das Spiel letztes Jahr gedacht. Und sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Bei 6-1 mussten wir ein kleines Break machen. Dann haben wir ein bisschen besser gespielt, konnten bis auf 8-4 mithalten. Und dann war so ein zweiter Break, wo wir eigentlich gegen die sehr groß und körperlich starke Abwehr nicht gut angreifen. Und haben es dann mit dem siebten Feldspieler noch probiert. Auch da fehlte ein bisschen das Selbstvertrauen, bis wir dann Lösungen gefunden hatten. Und zur Halbzeit stand es dann 8 Tore. Und ich glaube, dann ist man beim deutschen Vizemeister auswärts verloren. Wir haben uns dann aber in der Kabine zusammengefunden, haben versucht, nochmal auf Reset zu drücken. Das Ziel war, die zweite Halbzeit zu gewinnen. Und haben dann mit einer 5-1-Abwehr agiert, wollten Andi Schmid so ein bisschen aus dem Spiel nehmen. Und das hat ein bisschen besser geklappt. Man muss sagen, dass Piotr Wierzomirski dann in der zweiten Halbzeit wirklich eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Und wir haben über die Abwehrarbeit dann mehr Selbstvertrauen gewinnen können und dann auch im Angriff unsere Taktik besser auf den Punkt gespielt. Und am Ende, das was wichtig war, die zweite Halbzeit gewonnen. Und jetzt fahren wir zurück. Wir haben eine schwere Aufgabe jetzt vor uns. Wir haben ab Donnerstag dann in 7 Tagen 3 Spiele. Und da müssen wir dann alles reinpacken und punkten. Dankeschön. Dankeschön, Florian Kehrmann. Dann kommen wir zum Statement vom Geschäftsführer vom TBV Lemgo Lippe, von Jörg Zareike, bitte. Ja, schönen guten Tag. Flo hat ja schon alles zum Spiel gesagt. Erste Halbzeit waren wir einfach zu zaghaft, ohne Mut, Angriff gespielt. Und das ist dann gegen eine Spitzenmannschaft wie die Rhein-Neckar-Löwen. Die laufen dann ihre Gegenstöße. In der ersten Halbzeit fand ich die Abwehr auch schon, okay. Zweite Halbzeit, und darauf muss man dann aufbauen, haben wir wirklich guten Handball gespielt. Gute Deckung, guter Torwart, auch im Tempospiel sind wir gekommen und haben dann auch wohl den Respekt dann endlich mal abgelegt. Und von daher ist das die Leistung, an der wir uns dann auch messen lassen wollen und die wir jetzt auch die nächsten Spiele, Flo hat es angesprochen, 3 Spiele in 7 Tagen, 2 Heimspiele, dass wir dann auch endlich die ersten Punkte einfahren und das ist unser Ziel und fahren jetzt zurück, regenerieren gut und dann geht es am Donnerstag gegen Wetzlar schon wieder weiter. Dankeschön. Dankeschön. Dann kommen wir zum Statement von unserem Trainer, von Nikola Jakobsen, bitte. Ja, guten Abend, Tag und erstmal danke für die Glückwünsche. Ich bin ja auch sehr zufrieden mit vielen Dingen, besonders die ersten 45 Minuten, wo wir mit 12 Tore führt, war ein super Abwehr, guter Angriff gespielt mit gutes Tempo. Jannik war heute überragend, Palicka hat auch sehr gut gehalten. Dann haben wir dann, und das ist ja dann letztendlich meine Fehler, dann haben wir gewechselt und dann kamen wir nicht richtig in den Rhythmus rein. Und ja, wie Flo auch sagt, dann hat Lemgos Torhüter die letzten 15 Minuten richtig gut gehalten. Und deswegen finde ich auch, dass wir mit ein paar Tore zu wenig gewonnen haben. Aber für ein erstes Spiel in die Bundesliga war das insbesondere bis die 45. Minute eine hervorragende Leistung von meiner Mannschaft. Und das freut mich natürlich sehr. Danke. Dankeschön, Nico. Dann kommen wir zum Statement von unserem sportlichen Leiter, von Olli Rogisch, bitte. Ja, guten Abend, Tag auch von meiner Seite. Ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist, wenn ein Trainer bei dem Spielstand wechselt, weil die Jungs natürlich alle ihre Spielanteile brauchen. So viel dazu mal. Aber ich glaube, dass die Jungs, die reinkamen, natürlich erst das Heimspiel, neue Halle, neue Umgebung, vielleicht auch ein bisschen nervös waren. Das muss man den Jungs auch zugestehen. Trotzdem müssen sie dann natürlich in so einer Phase, wenn sie reinkommen, auch ihren Mann stehen. Ich glaube, da werden wir die ganze Mannschaft noch hinkriegen, dass wir auch mehr Alternativen haben, vielleicht auch als letztes Jahr.
Zu Jesper Nielsen, warum er heute nicht gespielt hat, wenn die Frage irgendwann kommen sollte. Er hatte ein bisschen muskuläre Probleme, deswegen konnten wir ihn heute schon. Nichts Schlimmes, er wird auch wieder ganz normal morgen trainieren können, aber musste heute dann eben nicht reinkommen. 7.100 Zuschauer, ich glaube, richtig gute Stimmung fürs erste Spiel, sind wir sehr zufrieden mit. Hoffen natürlich weiter auf die Unterstützung hier in der SAP Arena. Lemgo, gut nach Hauseweg, gute Saison. Und für uns geht es dann Donnerstag in Stuttgart weiter. Und da wollen wir uns dann auch in der zweiten Halbzeit stabiler zeigen als heute. Vielen Dank. Dankeschön, Olli. Dann wären wir jetzt bei Ihren Fragen, wenn Sie denn welche hätten. Ist auch schon gute Tradition. Dankeschön und an unseren Gästen einen guten Heimweg und wir sehen uns dann gegen Melsungen.